Kundschafter des Friedens nannten sich einst die DDR-Spione. Eine schöne Metapher, die der Regisseur Robert Theilheim wieder aufgreift und eine Spionagekomödie mit Herzhumor und Henry Hübchen daraus macht. Julian Stecher hat sich diese Ost-West-Spionagekomödie einmal genauer angesehen. Die sind ja immer noch nicht umgezogen. In 5 Minuten will ich sie ja strampeln sehen. Hopp, hopp. Nee, mir ist das alles sowieso viel zu viel Stress. Schon etwas in die Jahre gekommen, finden alte Kollegen in Kundschafter des Friedens wieder zusammen. Trainingszentrum Leipzig. Gut gereift in der Flasche. Sie sind ostdeutsche Agenten im Ruhestand. Wenn die kaczykische Wiedervereinigung scheitert, dann steht die Bundesregierung blamiert bis auf die Knochen vor der Weltöffentlichkeit. Antschütz, was ist Ihr Plan? Mit starkem Vertrauen in ihre alten Techniken werden sie vom Bundesnachrichtendienst beauftragt, einen Präsidenten einer ehemaligen Sowjetrepublik in Kadschikistan aufzuspüren. Nein, wir machen es auf meine Art. Locke. Moderne BND-Technik trifft auf tief verankerte ostdeutsche Arbeitsweisen. Herr Feig, Sie bekommen alles, was Sie gefordert haben. Sie fliegen mit Ihrem Team darunter, aktivieren Ihre Kontakte und bekommen die Rente. Aber die Befreiungsaktion, die müssen Sie schon den Profis überlassen. Ich habe gesagt, wir ziehen das auf meine Weise durch, nicht mit irgendwelchen Halbaffen. Mit viel Spannung und trockenem Humor erzählt Regisseur Robert Theilheim eine sympathische Agentenkomödie, die in Atmosphäre und Bildästhetik an einen James-Bond-Streifen erinnert. Was wird denn das jetzt? Die Route unseres Agenten war geheim. Wir sind dabei, Satellitendaten auszuwerten. Der Computer bleibt aus. So arbeite ich nicht. Jetzt fangen Sie nicht wieder damit an. Sind Sie wahnsinnig? Wir arbeiten analog. Ostdeutsche Schauspieler als knallharte Agenten auf der großen Leinwand zu sehen, erfüllt sicherlich das ein oder andere ostdeutsche Herz mit Stolz. Ich verlasse mich auf dich. Ja, ist ja gut. Herr Theilheim, wie in Gottes Namen kommt man denn auf die Idee, eine Ossi-Spionagekomödie zu machen im Jahr 2017? Ja, frage ich mich auch manchmal. Ich habe schon ganz lange, seit meinem ersten Film Netto vor 12 Jahren, da haben wir beim Schnitt irgendwie darüber gewitzelt, dass die alten Ostler das irgendwie dem Westen nochmal zeigen müssen und so. Ich bin Westberliner eigentlich, mein Kater ist Ostberliner und wir haben beide im Osten studiert, also in Babelsberg an der Filmhochschule, und da war das immer so ein Thema und so, und wir haben uns immer gegenseitig aufgezogen, welches System besser war und so. So, und daraus kam das irgendwie, und dann dachten wir ganz lange, vielleicht ist das auch nur eine Schnapsidee so. Aber irgendwie hat das immer mehr Gestalt angenommen. Und da dachten wir, ja, das kann richtig so eine amerikanische Idee auch irgendwie. Ja. Ich habe ja eher Arthouse-Filme gemacht und so, und wo man dann in Cannes mit ist. Und das war irgendwie aber so eine Idee. Da dachten wir, ach, das spricht doch richtig viele Leute an. Das finden auch meine Eltern im Kino toll und so. Und das ist so eine richtige Kino-Idee. Leute, die nochmal losziehen und ihre Kumpels zusammensuchen und einfach nochmal zeigen, dass sie es immer noch drauf haben, obwohl sie eigentlich schon 70 sind oder so. Mhm. Ja. Und so haben wir dann immer weiter um diesen Film gekämpft. Ja. Als ich den im Kino gesehen habe, saß hinter mir so ein Pärchen in ihren 60ern, und währenddessen sie sehr verliebt in Henry Hübchen war, war er ganz gerührt und hat dann irgendwie zu ihr gesagt, endlich denkt mal wieder einer an uns. War Ihnen auch bewusst, dass Sie ja auch einer ganzen Generation Ostmänner auch wieder so eine Repräsentation im Kino geben, die es eigentlich relativ selten gibt? Naja, toll. Also freut mich. Also das haben wir nie so strategisch gedacht, aber ich denke natürlich emotional, dass ich diese Schauspieler auch liebe zum Beispiel, und wirklich, gerade weil ich in Babelsberg studiert habe, diese ganzen DEFA-Filme kannte oder Henry Hübchen von der Volksbühne oder so, und denen ja auch, das auch so ein Traum war, mit denen zu arbeiten und denen eine richtige Bühne bieten zu können. Und das war jetzt nicht strategisch sondern so, ja, die sind doch auch toll und lass uns die cool machen. Natürlich sind die witzig und die scheitern und so, aber die sollen auch richtig super rüberkommen und gut aussehen und so, ja. Und dass das aber jetzt, was das so gerade auslöst, was wir ganz viel im Kino erlebt haben, dass Leute richtig
stolz und glücklich sind irgendwie. Ja, das sind unsere Leute und die können es auch. Das haben wir auch nicht vorausgeahnt, ja. Wie schwierig ist es eigentlich, so einen Film zu machen für ein gesamtdeutsches Publikum, wenn der sozusagen so einen ganz spezifischen Ostbezug hat, inklusive den ganzen so Ossi-Insider-Witzen, die man ja im Westen jetzt nicht unbedingt versteht? Ja, ist spannend. Also wir haben ihn schon von Anfang an, hat der Verleih auch gesagt, der wird eher im Osten laufen. Und damit hat er auch recht. Also wir sind jetzt wirklich seit fast 3 Wochen der erfolgreichste Film im Osten, vor allen Hollywood-Filmen und so. Teilweise so 70% aller verkauften Kinokarten, der war der Film. Und das ist ja ein unglaublicher Erfolg, das hätte man ja nie gedacht. Und dagegen steht dann schon in Bayern, da sind wir dann 20. oder so. Ja? Also das ist schon eindeutig, dass es diesen Bezug gibt. Wobei ich jetzt bei der Kinotour auch gemerkt habe, im Westen kommt der schon genauso gut auch an. Da wird aber manchmal über andere Sachen gelacht. Oder es ist universeller. Da freut sich auch das ältere Publikum, ach, dass die Alten es einfach den Jungen nochmal zeigen. Ah, ja? Okay. Und nicht so, ha, gut, dass die Ostler jetzt im Westen dem Westen nochmal zeigen. Also es ist nicht so der Quotenwessi Prochno, der das rausreißt. Ja? nee, wobei der natürlich, also da hat man es schon bei der Entwicklung gemerkt, dass wenn man im Westen gedreht hat und gesagt hat, ja, so ein Film mit Henry Hübchen und Quistek war nicht so, aber wenn du dann gesagt hast, und Jürgen Prochnow spielt damit, was möglich. Und im Osten war es genau umgekehrt. Ne? Mit Jürgen Prochnow konnten sie gar nichts so anfangen, aber Henry Hübchen sind sie in Ohnmacht gefallen. Yeah. Und das ist aber natürlich das Tolle, glaube ich, also, dass der Film auch wirklich dadurch beiden was anbietet. Und der hat ja auch was Versöhnliches. Es ist ja nicht so, dass die Ostlers den Westlern nochmal zeigen oder so, sondern dass eigentlich ja die Alten rauskriegen, dieser Konflikt ist irgendwie aus einer anderen Zeit und nur gemeinsam können wir es irgendwie schaffen. Wie schwer ist es denn, eine Finanzierung zu kriegen für eine Ossi-Spionage und welcher Name hat da mehr geholfen, Prochnow oder Hübchen? Naja, es ist schon, insgesamt war das nicht leicht, so, weil es insgesamt in Deutschland natürlich nicht so eine, im Moment, es nicht so viele Filme gibt, die einen Anspruch haben und trotzdem große Unterhaltung oder so. Entweder sind richtig reine Komödien oder es sind halt so kleine Arthouse-Filme. Und das, was wir immer so machen wollten, so ein Genre-Film, ein Agentenfilm, der irgendwie auch ein bisschen eine tolle Oberfläche hat und Spaß macht und trotzdem was über deutsch-deutsche Geschichte erzählt, da haben sie uns immer gefragt, ja, aber was sind denn da jetzt so Beispielfilme? Und die gibt es einfach in Deutschland nicht bisher. Ja. Insofern war das nicht so leicht, das zu finanzieren. Aber irgendwie gab es dann immer wieder Leute, die daran geglaubt haben. Ja. Und wir hatten dann eben auch Nordmedia und andere Filmförderungen, die dann da früh so eingestiegen sind und uns auch lange unterstützt haben. Ja, vielen Dank für das wunderbare Interview und für den wunderbaren Film. Ich hatte sehr viel Spaß, den zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.